Moin Moin und Hallo. Heute wollen wir mal die Candy Aquamatic Tempo Waschmaschine durchgehen. In dem Fall ist das oder die Aqua 1142D1. Das ist eine kleine kompakte Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 4 Kilogramm und bis zu 1100 Umdrehungen pro Minute. Es ist also eher so für Singles oder kleine Familien geeignet. Die Waschmaschine steht nun vor euch und wir haben da ganz viele Tasten dran. Fangen wir links an und bewegen wir uns nach rechts. Das allererste ist, links haben wir ein Fach, um unser Waschmittel und Weichspüler einzusetzen. Ich hole es kurz raus. Hier, wo mein Daumen jetzt ist, ist der Hauptwaschgang. Dort könnt ihr Waschmittel einfüllen, wie Pulverwaschmittel oder Waschmittel, was halt für den Hauptwaschgang geeignet ist. Es gibt in dieser Maschine keinen Vorwaschgang, das ist direkt der Hauptwaschgang. Das ist sehr sinnvoll, denn ein Vorwaschgang wird eigentlich ganz selten benötigt. Auf der rechten Seite, wo mein Daumen sich jetzt befindet, dort kommen Zusätze rein, wie zum Beispiel das gute alte Weichspüler oder Parfums etc. Dort gibt es eine Max-Anzeige. Diese Max-Anzeige sollte nicht überschwemmt werden, das heißt maximal zu dieser Linie, wo die Maximallinie sich befindet, auffüllen. Um jetzt einen Waschgang zu bestücken, öffnet den Träger und packt dann sein Waschmittel hinein. Erstmal Hauptwaschgang, entweder Pulver oder flüssiger Form, dann Weichspüler auf die rechte Seite. Wenn ihr das erledigt habt, ich tue mal was rein, habt ihr hier entweder flüssig oder halt in krüsseliger Form, könnt ihr das benutzen. Ihr könnt natürlich auch die Hauptwaschtrommel öffnen. Da gibt es einen kleinen Hebel hier hinten. Und wenn ihr den drückt, könnt ihr die Waschmaschine öffnen und habt Zugang zur Trommel drin. Bevor ihr anfangt, solltet ihr immer checken, ob irgendwo noch Wäsche etc. Fremdkörper drin sind. Dazu dreht ihr die Trommel. Wichtig ist auch immer hier die Gummidichtung zu prüfen, ob dort Sachen sich verstecken. Wenn ihr das auch gemacht habt, könnt ihr schon mit der Befüllung einhergehen. Das heißt, waschen, was ihr waschen wollt, hinein und Waschmaschine schließen. Drücken, bis es knackt. Dann ist die Waschmaschine bestückt und bereit. Ihr könnt auch einen Zusatzbehälter nehmen und dort zum Beispiel euer Waschmittel nehmen und das mit in die Trommel geben. Oder ihr benutzt Tabs, das sind solche kleinen Fertigkapseln, die schmeißt ihr einfach mit in den Hauptgang oder hier in die Haupttrommel hinein. Dann haben wir hier drüben jetzt dieses Bedienfeld. Als allererstes, um die Maschine überhaupt bedienen zu können, gehen wir hier drüben hin und können nun die einzelnen Programme durchswitchen. Dann seht ihr, hier ist der Start- und Stopp- bzw. Pause-Button. Das heißt, hier kann der Waschgang starten oder pausiert werden. Hier drüben, wenn wir dort gedrückt halten, können wir eine Programmvorprogrammierung durchführen. Das heißt, wenn wir es gedrückt halten, seht ihr H und dann eine Zahl. Das ist in Stunden, wann die Waschmaschine dann starten möchte. Ihr seht, wir können das bis zu 24 Stunden vorwählen und dann würde die Waschmaschine in einem Tag erst starten. Ihr könnt das natürlich auch in einer Stunde machen, 2, 3, 4 etc. Daneben, ne, ihr könnt das einzeln anwählen oder setzen. So, ich mache mal kurz aus. Dann sehen wir, dass wir die nächste Setzung hier haben. Erstmal links ganz normal. Wenn jetzt dort eine Stundenanzahl ist, ändert die sich mit dem Programm. Das steht nämlich jetzt, wie viele Stunden sie ungefähr brauchen würde. Die Maschine während des Laufens passt diesen Wert der Laufzeit aber an, stetig, weil sie merkt, ob zu viel oder zu wenig drin ist oder es genau richtig ist. Das heißt, hier seht ihr, wie viele Stunden und Minuten sie noch laufen wird. Der nächste Button hier, dieser Bereich, ist die Schleuderzahl. Die können wir auch hiermit variieren. Schleudern bedeutet, wenn der Waschgang erledigt ist, dass die Trommel da drin sich ganz schnell dreht und das Wasser durch die Zentrifugalkraft nach außen getragen wird. Das ist so eine Vortrocknung eurer Wäsche. Unterschiedliche Wäschetypen brauchen unterschiedliche
Schleuderwerte. Wenn ihr zum Beispiel Seide oder sowas wascht, dann solltet ihr dort auf einen ganz niedrigen Schleudergang gehen. Wenn ihr aber Baumwolle wascht etc., könnt ihr auf einen hohen Schleudergang ersetzen. Ihr könnt auch die Schleuderleistung komplett ausmachen. Ihr könnt das so sehen, je höher hier dieser Wert ist, je trockener kommt eure Wäsche nach dem Waschgang heraus. Das könnt ihr hier variieren. Dann haben wir hier eine Aqua Plus Taste. Diese Aqua Plus Taste können wir nutzen. Das heißt, wir haben ein Sensorsystem in der Waschmaschine und durch Drücken auf die Aqua Plus Taste können wir im Koch- und Buntwaschprogramm nicht nur die Wäsche besonders gut pflegen, sondern auch besonders schub- und für empfindliche Haut machen. Durch die Hinzufügung von mehr Wasser zum Beispiel und die Kombination von Trommeldrehung da drinnen wird nämlich dann das Auflösen des Waschmittels garantiert. Das heißt, danach sind keine Rückstände mehr auf den Klamottis und ihr habt weniger Probleme mit eventuellen Allergien etc. Dann haben wir hier das Kaltwaschtästchen. Das können wir variieren an und aus. Hier können wir in den Kaltwaschgang gehen. Das heißt, dort wird die Temperatur noch einmal herabgesetzt. Dadurch können wir Energie sparen und die Wäsche, wenn sie zum Beispiel nicht großartig verschmutzt ist, kann dadurch nämlich dann bedeutend besser gereinigt werden oder gepflegter gereinigt werden. Dann haben wir unterschiedliche Programme auf der rechten Seite zur Auswahl. Es geht hier los. Erstmal off ist aus. Dann ist Schluss. Dann ist aus. Dann will sie nicht mehr. Danach kommen wir zum Baumwollsektor. Der Baumwollsektor kann Koch- und Buntwäsche gemacht haben, kriegen möchten. Das wäre jetzt hier 90 Grad. Dieser Schlitze hier und die Übereinstimmung mit dem Gemalten ist dann diese besagte Auskunft des Programmes. Das sind also Koch- und Buntwaschprogramme. Und ihr seht auch hier, da ändert sich dann die Laufleistung und auch die voreingestellten Schleudermarker etc., die wir dann aber auch noch variieren können. Wir können 90 Grad wählen Kochbuntwäsche, 60 Grad Kochbuntwäsche, 40 und 30 Grad Kochbuntwäsche. Das ist sozusagen der Standardfreund, der für Baumwolle und Mischgewebe genutzt werden kann. Bei Mischgewebe, sprich bei bei synthetischen Mitteln solltet ihr nicht die 90 Grad nehmen und bei der 60 Grad vorsichtig sein, denn diese synthetischen Stoffe können dann nämlich zerstört werden. Guckt also immer auf eurer Wäsche, wie heiß sie gewaschen werden darf. Dann haben wir Synthetikprogramme. Diese sind hier unten mit diesem Symbol gesetzt. Wir haben 50 Grad, 40 Grad, 30 Grad am Start und können zum Beispiel 30 Grad wäre eine Einstellung für Oberhemden. Dann hätten wir 40 Grad pflegeleicht, das ist dann für Buntwäsche. Dann widerstandsfähige Buntwäsche wäre bei 50 Grad angesetzt. Denn ihr müsst immer sehen, je weniger Temperatur wir nehmen, je weniger Energie verbrauchen wir auch. Dann kommen wir zum Feinwaschsektor. Der Feinwaschsektor ist für feine Wäsche. Das heißt also, dort könnte man dann auch hingehen, also erstmal die Feinwäsche bei 30 Grad oder hier im nächsten Programm können wir sogar dann die Wolle und Handwäsche nutzen. Also wenn das Zeichen, wie es hier abgebildet ist, auf euren Klamotten wieder zu sehen ist, ist das Handwaschprogramm bzw. das Wolleprogramm. Das ist dann ganz leicht und da wird gar nicht viel rumgeschleudert, wie ihr seht. Und es dauert auch nicht so lange. Dann haben wir Spezialprogramme. Eco Mix 20 Degrees Celsius. Das bedeutet, wir sind ganz niedrig in der Temperatur und können dort gemixte Klamotten recht zügig und pflegend zubereiten. Nächstes Ding ist den Intensivschleudern und Abpumpen. Das solltet ihr machen, wenn ihr zum Beispiel gerade unterwegs wart und pitschnass seid, nach Hause kommt, eure Wäsche aber eigentlich nicht dreckig ist. Dann schmeißt ihr die da rein und könnt mit diesem Programm eine Schleuderleistung von 1100 oder 1000, was ihr halt gerne einstellt, dann nutzen. Dann wird geschleudert für ein paar Minuten. Ihr seht auch, es dauert nur 7 Minuten. Dann wird geschleudert 5 Minuten und danach wird abgepumpt. Dann habt ihr ein vorgetrocknetes Wäschestück nämlich danach. Dann haben wir das Programm Spülen.
Das ist jetzt nicht euer Geschirrspülen, sondern dann wird nur Wasser eingespült, welches dann die Wäsche sozusagen schön einsuppen kann. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um richtig verdreckten Zeugs vorher nochmal richtig einspülmäßig dort voll zu machen. Das dauert ungefähr 24 Minuten, wie ihr seht. Und dann haben wir den nächsten Satz, das heißt widerstandsfähiges Gewebe und Mischgewebe. Das ist das hier. Also wir können jetzt hier Mischgewebe und widerstandsfähiges Material nutzen und das ist in 14 Minuten fertig. Das sind also ganz Schnellwaschprogramme hier oben, die ihr wählen könnt. Dann haben wir das gleiche mit 30 und mit 59. Das heißt, dort geht es recht zügig, ne? Und temperaturmäßig auch gut an den Start. Die meisten Sachen, die ihr benutzt, weil ich denke mal, die meisten Menschen haben normales Synthetik, sind also hier unten zu finden, 50, 40, 30, beziehungsweise wenn ihr Baumwolle habt, bewegt ihr euch hier oben in dem Bereich. Kochwäsche richtig heiß zum Desinfizieren würde hier oben gewählt werden. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel, ich habe ein Handtuch reingemacht, ich habe hier oben schon etwas Waschmittel hinzugefügt, dieses Handtuch könnte man kochen. Ich würde aber jetzt eine 60 Grad Wäsche bevorzugen. Dann kann man wählen, wie viel Schleuderleistung es noch geben würde. Und der Timer steht jetzt auf 30 Stunden. Das würde aber noch im Laufe des Waschprozesses dann heruntergehen. Wichtig ist noch bei der Befüllung eurer Maschine, ihr solltet sie nicht so voll machen, dass ihr keine Hand mehr oben zwischen Trommel und Wäsche bekommen könnt. Das hier zum Beispiel ist jetzt ganz wenig. Hier könnte man schnell ein Schnellwaschprogramm wählen, welches dann schnell erledigt ist, denn das eine Wäschestück ist dann der Star da drin und würde recht schnell dann wieder zur Verfügung stehen. Das heißt also, wir würden uns hier hinten dann in diesem Bereich dort wechseln können, ne? Zum Beispiel so ein 14er. So könnt ihr dann loslegen und danach startet ihr das System. Und die Waschmaschine wird dann ihren Job erledigen. Zuerst wird Wasser eingespült oben in der Kammer. Das wird dann einlaufen, dann wird gedreht, dann wird gewaschen und am Schluss sind wir fertig. Ihr könnt pausieren, nicht während des Einspülens, wie ihr merkt, aber ihr könnt pausieren, wenn die Waschmaschine zum Beispiel gerade nicht einspült. Dann ist es auch möglich, die Waschmaschine zu pausieren und eventuell sogar Sachen nachzulegen. Wenn die Waschmaschine einen Abbruch hat, dann wird erstmal hier gelockt. Das heißt, ihr bekommt das erst nach einer definierten Zeit von ca. 10 Minuten wieder aufgesetzt. Dann sage ich viel Spaß beim Waschen mit der Scandi Aquamatic Tempo Maschine. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.